Gestern ist Helmut Karasek in Hamburg gestorben. Er hat viele Jahre lang das Kulturressort beim Spiegel geleitet. Er war Redakteur bei der Zeit. Er hat selbst viele Bücher geschrieben und er war bei den über 70 Folgen des Literarischen Quartetts dabei. An der Seite von Marcel Reich-Ranicki natürlich und zuletzt auch an der Seite von Iris Radisch. Die Literaturredakteurin der Zeit ist jetzt am Telefon. Guten Tag, Frau Radisch. Guten Tag. Können Sie sich noch erinnern an Ihre erste Begegnung mit Helmut Karasek? Das kann gut sein, dass das hier in unserer Nachbarschaft war, in Hamburg. Aber so richtig kennengelernt habe ich ihn wirklich erst im Literarischen Quartett. Das ist jetzt auch schon sehr lange her. Das war im Jahr 2000 und ich kann nur sagen, er war wunderbar, er war charmant, er war entgegenkommend, freundlich und so habe ich ihn auch meine Jahre, das waren ja dann nur noch ein paar, im Literarischen Quartett die ganze Zeit erlebt. Und seine Rolle im Quartett selbst, wenn Sie auf Sendung waren, wie haben Sie die wahrgenommen? Er wirkt ja manchmal wie so ein Stichwortgeber für den Großmeister Reich-Ranicki. Ja, das stimmt. Und er war auch immer sehr aufgeregt, was ich mit Verwunderung und auch, was aber mir auch wieder gut tat, dass selbst so ein Altmeister so aufgeregt war. Er war vor der Sendung unglaublich nervös, sagte auch, obwohl das ja schon eine sehr alte Sendung damals war, als ich dazu kam, er könne immer noch nicht schlafen. Die Zuschauer konnten ja auch sehen, er schwitzte sehr während der Sendung. Also das war für ihn richtig existenziell, das war Schwerstarbeit, die er dann, und das konnte man ja immer sehen, mit wunderbarer Leichtigkeit gemacht hat. Also er war natürlich der, über den man am meisten lachen konnte, außer Marcel Reich-Ranicki. Er hat die Schoten geliefert, er hat die Pointen geliefert. Er war jemand, dem die Unterhaltung mindestens so wichtig war wie Marcel Reich-Ranicki. Dieses Unterhaltsame ist ja besonders interessant an Helmut Karasek. Er hat ja sehr auf den Humor gesetzt, aufs Schelmische, auch auf die Selbstironie und wurde vielleicht auch deshalb als Kritiker nicht immer so richtig ernst genommen. Oder wie sehen Sie das? Naja, das ist ja ein bisschen, ich will nicht sagen das Drama, aber das ist die Ungerechtigkeit, dass ja beide, Marcel Reich-Ranicki und Helmut Karasek, jetzt nur noch als diese Fernsehstars wahrgenommen werden. Das sind aber eigentlich ursprünglich Zeitungsstars gewesen, bevor sie Fernsehstars wurden. Und Helmut Karasek war ein hervorragender Kritiker, 20 Jahre lang im Spiegel, davor auch in meiner Zeitung, in der Zeit, hat er hervorragende Kritiken geschrieben, die das Kulturleben, die das deutsche Feuilleton geprägt haben. Er ist wirklich so, auch neben Fritz J. Raddatz, ist er einer der ganz großen prägenden Figuren dieser Aufbruchsjahre im westdeutschen Feuilleton. Er hat dazu beigetragen, dass sich der Blick nach Amerika geöffnet hat. Mit seinen Filmkritiken, mit seiner Liebe zu Billy Wilder zum Beispiel. Also jemand, der die Fenster weit Richtung Amerika aufgemacht hat, der eben diesen schweren und manchmal auch ein bisschen hochmütigen deutschen Kulturbegriff verändert hat, ihn lebendiger, biegsamer gemacht hat. Das ist sein ganz großes Verdienst. Wir haben ihn vorhin selbst kurz gehört, Helmut Karasek, da hat er Karl Kraus und Kurt Tucholsky seine großen Vorbilder genannt. Wie hat sich das denn bei ihm gezeigt, dass er solche Vorbilder hatte? Naja, natürlich in der lebendigen Kritik, in der unterhaltsamen Kritik, aber natürlich auch in der Bissigkeit. Da würde ich sagen, bissig war er eigentlich am Ende nicht mehr wirklich, obwohl, wenn man sich anguckt, sein letztes Werk, die Rezension des IKEA-Katalogs, das kann man auf YouTube sehen, das ist natürlich ein Meisterwerk des Schelmischen und gleichzeitig Unerbittlichen. Also das ist ein wunderbares Vermächtnis, was er da hinterlassen hat. Er war ja auch selbst Autor, hat Romane geschrieben, große Porträts. Sie haben das Billy Wilder Buch ja schon erwähnt, Biografien hat er geschrieben und unter anderem ja auch seinen Roman, seine Abrechnung, sagen manche, über seine Zeit beim Spiegel, das Magazin von 1988. In diesen Roman, inwiefern ist er da seinen eigenen Maßstäben eigentlich gerecht geworden? Naja, das ist natürlich kein richtiger Roman. Aber ja, es heißt eigentlich Roman, es ist aber auch ein wirkliches Schelmstück. Es ist überpointiert, es ist eigentlich eine Komödie. Er überzeichnet wahnsinnig, wenn er da schreibt, was im Spiegel da auf den Sofas in der Nacht stattfand und wie. Es ist eigentlich so ein bisschen ein Skript für eine Fernsehkomödie, die im Grunde Helmut Dietl, sein Freund, hätte verfilmen müssen. So. In dem Sinne ist es sehr unterhaltsam. Ein großer Roman der deutschen Nachkriegsliteratur ist es sicherlich nicht. Sie haben ihn ja schon beschrieben, wie charmant und entgegenkommend er war rund um das literarische Quartett herum. Und manchmal wirkte er ja auch ein bisschen wie ein Lebemann aus einer anderen Zeit, oder? Der gar nicht so ins Hier und Heute gehört, oder wie haben Sie ihn da gesehen?
Na ja, das stimmt. Das ist natürlich auch so dieses Mährische, ja, die seine Vergangenheit aus dem Osten. Da war auch eine große Gelassenheit drin. Und ich fand auch wunderbar, wie leicht er Dinge loslassen konnte. Er hat zum Beispiel, als das literarische Quartett zu Ende ging, hat er das einfach losgelassen, hat gesagt: Es war für mich so wunderbar, lieber Reichranitzky, machen Sie Schluss, wann immer Sie wollen. Er war wirklich jemand, der nicht gekrallt hat, der nicht mit falschem Ehrgeiz besessen war. Das hat ihn wirklich zu einem sehr besonderen Menschen gemacht, weil dieser ganze Ehrgeiz im Kulturbetrieb, dieses Wadenbeißerische, die anderen wegbeißen, sich immer selber für den Größten halten, das hatte er überhaupt nicht. Er hatte dieses wunderbare Understatement, diese Ungeniertheit, dieses total Selbstironische. Das hat ihn zu einem, finde ich, gerade dass er sich so klein machen konnte, hat ihn zu einem ganz Großen gemacht. Gestern ist Helmut Karasek gestorben, mit 81 Jahren. Wir haben mit Iris Radisch von der Zeit gesprochen. Frau Radisch, vielen Dank für dieses Gespräch. Gerne.
Das war die schottische Band Travis mit dem Song Pipe Dreams.